Ich wollte, wie die meisten kleinen Mädchen, Tierärztin werden und habe irgendwann festgestellt, dass ich kein Blut sehen kann. So dass das irgendwie ausgefallen ist. Und dann musste ich mir was Neues überlegen. IMF ist ein Masterformat, das aus dem Kinobereich kommt. Man kann sich das vorstellen wie eine Ordnerstruktur, in der sich verschiedene Video-, Audio-, Subtitle-Daten letztendlich befinden. Und diese unterschiedlichen Files, die da in dieser Ordnerstruktur liegen, kann man miteinander kombinieren. Daraus ergibt sich letztendlich eine große Flexibilität, was die Versionierung angeht. Das ist natürlich sehr interessant. Man kann eben unterschiedlichste Sprachversionen erstellen, unterschiedlichste Auflösungen erzeugen. Und das alles mit diesem einen Master-Package, was man im Prinzip hat. Ich bin im Prinzip zu unterschiedlichsten europäischen Rundfunkanstalten hingegangen und habe mit denen gesprochen, wie ihre aktuellen Workflows sind, wie die aktuellen Masterformate aussehen, welche Anforderungen sie eben an Workflows und Masterformate haben. Nachdem ich im Prinzip eine Lösung für das Problem hatte, bin ich auf die Suche gegangen nach einem Industriepartner, um das, was ich mir theoretisch bis dahin halt überlegt hatte, einfach auch zu realisieren. Das heißt, um so ein Master-Package zu erstellen, muss man letztendlich eine Software haben, die dieses Packaging übernimmt. Und habe dann letztendlich dafür mit Marquis Technologies aus der Schweiz zusammengearbeitet. Wir haben ihr Master-Tool dahingehend eben angepasst, dass die Anforderungen, die ich vorher eben erstellt habe, letztendlich auch in dem Packaging berücksichtigt werden. Und dieses Pilotsystem im Prinzip zu erstellen, war letztendlich eigentlich auch ganz, ganz wichtig, um einfach zu zeigen, dass sich IMF anpassen lässt an die Rundfunkanforderungen. Eine Frau, die auf der Ingenieurebene so gut unterwegs ist wie Melanie, muss ich sagen, macht schon mal Appetit und regt auch an, das dann weiterzulesen. Und wenn man sie jetzt so in ihrer Arbeit erlebt, hat sich schnell bei uns eingegliedert, kommt als Consultant in der Abteilung, in der sie auch arbeitet, hervorragend an, ist offen in der Kommunikation. Also Reisen ist für mich einfach so ein Gefühl der Freiheit und immer wieder über den Tellerrand zu schauen. Also das ist mir ganz wichtig, immer wieder andere Kulturen kennenzulernen, immer wieder woanders zu sein. Der eindrücklichste Moment war, glaube ich, als wir von einem Fischer in seine Lehmhütte zum Mittagessen eingeladen wurden, zur Familie. Das war auf Sri Lanka. Und wir haben dem Fischer 2 Tage lang geholfen bei seiner Fischerei. Und als Dankeschön hat er uns dann eingeladen in sein Familienhaus. Also aus unserer Definition fehlte eigentlich alles zum Leben. Aber sie sind im Prinzip glücklich, so wie es ist, und strahlen das eigentlich auch aus. Und das ist immer wieder das Beeindruckende auf Reisen, wenn man solche Lebensweisen einfach sieht und aus jedem Urlaub eigentlich auch ein bisschen was mitnehmen kann. Generell wünsche ich mir eigentlich nur, dass es so gut weitergeht, wie es momentan ist. Klar habe ich Ziele, aber ich glaube jetzt nicht so dieses eine dominante Ziel. Also ich habe viele kleine Ziele und freue mich eigentlich, dass es momentan gerade so gut läuft.